Interactive, das Menü. Aber wir gehen jetzt nach diese Live-IBSB wieder. Und jetzt müssen wir versuchen, das schneller zu machen, alles. Und deshalb, ich lasse das immer auf 10. Aber diese Number of Frames kann man auf 3 oder 2. Das hängt davon ab, wie gut die Probe poliert ist und wie gut das Signal ist. Aber dan moet je het een beetje uitproberen. Maar ik las eigenlijk die timing per frame hier op 10. Maar die number of frames kan man wirklich kleiner maken. Man ziet jetzt op de camera, dat beeld is ook een beetje weniger deutlich. Ik maak jetzt mal kurz nogmaals een background. En wichtig is dat man jetzt nog een paar punten uitprobeert. Of dan nog een index, of dat nog klapt. Jetzt ist das Das Pattern ist auch ein bisschen mehr undeutlicher, aber das geht auch alles noch. Jetzt musst du wieder nach Position Beam. Das ist der erste Schritt. Snap EBSB. Detect Band. Und dann Index. Das geht noch, das ist noch immer unter 3. 1, sorry. Jetzt macht man keine Projection Parameters mehr. Das macht man nur wirklich, wenn die Settings wirklich gut sind. Wenn man ein Number of Frames von 10 hat. Jetzt machen wir keine Projection Parameters, wir lassen das einfach so. Es ist nur ein Check, ob das alles noch gut geht. Wir gehen jetzt nochmal zu den Quartz, auch nochmal ausprobieren. Position Beam, Snap EBSB, Detect Bands. Und der Quartz funktioniert auch noch. Deshalb ist das jetzt gut. Wir können jetzt natürlich noch kurz ausprobieren, ob noch ein, ich gehe wieder nach Live EBSB, ob das auch noch gut geht, wenn man nur 2 frames hat. Maar dat gaat dan nog sneller. Machen wir nog maar kort weer een nieuwe background. En ik ga weer naar Frozen SEM Image. En ik versuche dat nogmaals met deze spot mode. Nogmaals een kwart. Ik ga weer naar Position Beam, Snap EBSB, Detect Bands. Jetzt geht das nicht mehr. Wir sehen jetzt keine Index mehr hier, keine Lösung. Dann versuche ich nochmal einen Punkt. Position Beam, Snap EBSB, Detect Bands. Nee, es ist deutlich, dass das zu wenig ist. Diese 2. Deshalb gehe ich jetzt wieder zurück nach Live EBSB. Und mache diese Number of Frames wieder auf 3. Wieder ein Background. Gehen wir wieder nach Frozen SEM Image, wieder nach diesem Spot Mode. Und jetzt schauen wir das nochmal an. Position Beam, Snap EBSB, Detect Bands und Index. Okay, jetzt klappt es wieder. Das heißt, wir lassen das jetzt auf 3 und können jetzt nach Automatic gehen. Bei Automatic kommt diese Joblist Window. Man macht hier jetzt einen neuen Job. Hier bij deze groene kreuz. En dan bekommt man deze Auswahl. We nemen eigenlijk immer Beam Job en New Mapping. Een Stage Job heißt, dat das Stage zich beweegt, dat mag weer niet. We mag immer, dat de Beam zich rastert over die Probe. En dan mag weer hier jetzt een nieuwe Mapping. Dan moet man ook weer een Name eingeben. En Save. Ja, was man dann jetzt bekommt, hier steht auch die Zeit, wie lange das ungefähr dauert. Das ist immer eine Standardzeit, gemessen mit 0,1 Sekunde pro Punkt. Das ändert sich nicht. Das Programm weiß nicht deine Timing, Number of Frames oder Timing per Frame. Das heißt, es kann länger oder schneller sein als das jetzt. Das ist nur eine Approximation. Was wir jetzt sehen, ist das Fenster, wo wir jetzt messen würden. Und hier links, noch wichtig, ist der Step Size. Man soll eigentlich immer die Step Size zuerst ändern, weil das, dieser Abschnitt sich dann auch gleich ändert. Weil die Zeit ist jetzt auf 16 Minuten und wenn ich das jetzt auf 2 Mikron mache, dann behält er diese 16 Minuten Zeit, aber er macht dann diese Fenster, das Messfenster, kleiner. Die Step Size ist wichtig, das hängt von deiner Korngröße ab, es sollte ungefähr 10 Punkte pro Korn sein. Wenn du zum Beispiel 10 Mikron Körner hast, dann braucht man 1 Mikron Step Size, weil dann hast du 10 Punkte pro Korn.
Aber wenn deine Korngröße 100 Mikron ist, dann soll das nur 10 Mikron sein, deine Step Size. Ich mache jetzt einfach 5 als ein Beispiel. Es ist, wenn du das jetzt mit diesen Keilen machst, dann geht das in Punkt 1 Schritten. Es ist einfach 5 einzutippen und enter. Und dann diese Feld kann man einfach verschieben. Zo. Oder man kan eens groter maken in eine richting. Het gaat dan in beide, aan beide zijden weer dus dan groter. Je kan het ook in horizontaal maken, ook beide zijden. Oder du kannst hier zeggen maximize points, wenn du das ganze beeld hebben wilst. En du daar drauf klikst, dan neemt er das ganze veld. Oké, wenn man zufrieden is, jetzt sieht man auch die Zeit, wie lange es jetzt dauert ungefähr. 1,5 Stunden. Aber es ist nur eine Angabe. Dann macht man Add Job to List. Und dann am Ende macht man hier oben Run. Und dann fängt es an. Und ich da drauf klicken. Hier sieht man dann die Indexing, wie viel Prozent er indext. Und hier sieht man auch, wo der Beam ist. Jetzt steht auch die Zeit, wie lange es noch braucht. Das ist jetzt ein bisschen länger, als er vorher angedeutet hat. So mehr als 1,5 Stunden. Aber du siehst auch, dass die Timing per Punkt ein bisschen mehr ist als Punkt 1 Sekunde. Das heißt, als Standard nimmt er immer Punkt 1. Jetzt ist es ein bisschen länger. Aber wenn man das jetzt kleiner macht, das sollte man immer machen bei einem Mapping. Minimize, dann sieht man hier die Zeit. Die wird sich dann auch. Es geht dann auch schneller. Weil das Programm das jetzt nicht mehr anzeigen muss, sollte das jetzt ein bisschen weniger lang dauern. Wenn man das Beam abschalten möchte am Ende der Mapping, kann man hier auf Tools gehen, Options. Und hier gibt es dann die Möglichkeit Filament Saving. Do Filament Saving when Job finishes, kann man dann anschalten hier. Dann, wenn die Job zu Ende ist, wird die Beam automatisch abgeschaltet. Das ist gut, wenn das über Nacht läuft, diese Mapping, dass er dann nicht die ganze Tag dann, oder die ganze Nacht noch de Beam an hat. Wenn das fertig ist, dann macht man hier auf Close. Und hier kann man dann noch diese Mapping wegnehmen mit diesem roten Kreuz. Sodass dann nicht, dass ihr das nicht nochmal macht. Ja, und dann wieder auf diese Kreuz. Und dann ist man fertig. Dann kann man die nächste Mapping machen. Oh ja, und wenn man de Filament Heating gemacht hat. Hier bij Options is het nog wichtig als man dat weer uitmaakt, die filament saving. Want soms bij die nächste mapping mag er dan ook weer dat filament af. Dat wil man niet immer weer oké. Okay. Dat Flamenco programma maakt ook immer een beeld voor de mapping en na de mapping. En het zegt ook aan wo du het nou gemessen hast. Ik zeg dat maar kort jetzt. Dat is jetzt na de mapping een beeld. Je kreeg nog vorher. En. Das ist genau, wo man gemessen hat. Das speichert Flamenco automatisch auch noch dazu.